Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Yep, das ist mein Geburtstagsvideo, denn am 22. Mai 2022 werde ich 33 Jahre alt. Wup. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein kleines, ziemlich langes Silent Talk, lass uns über komische Dinge reden und dies, das, Ananas, wenn du da Bock drauf hast, ja, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, eigentlich mache ich solche Videos ja auch gerne einfach mal geschnitten, aber jetzt ist es so ein bisschen in Echtzeit, ne? Ich hatte euch vor Wochen mal nach so Fragen gefragt auf Instagram, da heiße ich übrigens AIDUALP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und das war noch bevor ich bekannt gegeben habe, dass ich schwanger bin und da ist schon einiges passiert, aber ich habe trotzdem noch im Hinterkopf gehabt, dass ich diese Fragen gerne beantworten möchte. Die Produkte, die ich verwende, gibt es alle bei Purish und die sind auch alle jetzt im Mai auf diesem Claudis Welt 15 Code rabattiert. Also da könnt ihr 15% Rabatt drauf bekommen, ne? Ist ein Affiliate-Rabattcode. Produkte, Links, alles, dies, das, Ananas in der Infobox verlinkt. Was könnte man denn sonst noch fragen? Ich habe hier einen Tee. Das ist ein kalt aufgegossener Tee. Ist eigentlich ein warm Trinktee, aber ich mache den kalt. Ist von Messmer, der Holunder-Kirsche. Ziemlich lecker. Wir haben es 29 Grad draußen. Die Party geht ab, ne? Ich habe ein Kleid an. Das habe ich vor 6 Jahren mal bei H&M gekauft. Ja, und ich starte mit dem How Cosmetics Pearl Shine Elixir als Primer. Den habe ich schon einmal leer gemacht und den finde ich wirklich klasse. Ich habe hier ein paar Produkte dabei, die ich schon kenne. Die sind in meiner Sammlung gewesen. Teilweise die auch einfach schon ziemlich aufgebraucht sind. Aber viele, die auch neu sind, also auch für mich, die ich so gar nicht kenne, und mit euch zusammen das erste Mal ausprobieren. Ja, als allererstes, Leute, wie geht's euch? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Lasst uns mal gerne austauschen. Ich persönlich habe das jetzt so empfunden in letzter Zeit, dass die Leute irgendwie besser drauf sind, weil Coroni Caponi hat sich weitestgehend verabschiedet, ne? Also die Inzidenzen gehen runter, die Leute werden gechillter und dürfen wieder raus. Die Sonne kommt raus und irgendwie scheint alles ein Stückchen mehr schöner zu werden, ne? Und deswegen sind die Leute zufriedener. Das ist das, was ich so allgemein erlebt habe und ja, wo ich eigentlich denke, dem Großteil von euch wird es sehr wahrscheinlich gut gehen. Falls es nicht so sein sollte, wünsche ich euch gute Besserung oder ja, Besserung der Situation, wenn das nicht gesundheitlich bedingt ist, ne? Und dass sehr, sehr bald eine schönere Zeit für euch eintrifft. Und ich bin ein sehr gutes Beispiel, denn nach Regen kommt immer wieder Sonnenschein. Es hört sich immer so, ja, wie soll ich das sagen? So leicht gesprochen, aber schwer gelebt aus. An, hört sich merkwürdig halt an, ne? Aber es ist tatsächlich so und da werde ich ja heute in diesem Video auch ein bisschen mit euch drüber reden, was so im letzten Jahr passiert ist und so, ne? Und Chloe Capoey, ne? Jetzt kommt auch nämlich die Sonne von draußen auch auf mein Gesicht und dann seht ihr auch diesen hammermäßigen Glow. Also ich finde das klasse. Damals, als die Brand gegründet wurde, hatte mich nämlich auch der Leander damals angeschrieben, ob ich das testen möchte. Und da waren Maxim und ich glaube, Moldavid war auch eine der ersten, die das gezeigt hatte, ne? Und ich hatte das auch mit als erstes. Ilia habe ich hier auch mehrere Produkte von der Marke. Das ist eine ziemlich hochpreisige Marke. Und da hattet ihr mir im PR-Haul auch geschrieben, dass ihr sehr interessiert dran seid, wie ich das so finde. Ja, let's test, ne? Also ich habe jetzt hier Pinsel von Luna Beauty. Die sind jetzt aktuell, glaube ich, gar nicht reduziert, aber ich habe es jetzt einfach mal hier. Die Farbe ist Sable und oh mein Gott, das ist super flüssig, Leute. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie ich das am besten ins Gesicht bekomme. Okay, und wir haben eine sehr leichte Deckkraft. Interessant. Ist jetzt auch für mich übrigens eine fancy-pansy Geschichte, dass ich jetzt auch durchrede und ihr wirklich auch live mit dabei seid, wie ich dann auch die Produkte tatsächlich dann anwende und ne? Könnte dann sein, dass ich zwischenzeitlich auch ein bisschen Stoß erzähle, ist klar. Weil so dieses Schminkgedönsen und gleichzeitig reden ist gar nicht so leicht, Leute. Ist wirklich so, versucht es mal. Ja, genau. Ja, wo will ich eigentlich anfangen? Ja, also ihr wisst ja, ich war, also ihr habt den Vlog ja auch gesehen, ich war auf Korfu letzte Woche, also quasi von, ja, Mittwoch bin ich eigentlich schon losgefahren, weil Melli und ich, also Mello Flori und ich, ne, wir haben uns halt vorher getroffen und sind von Düsseldorf ja geflogen
und nicht jetzt hier von Osnabrück, das ist ja bei mir in der Nähe, oder wäre der Flughafen, der bei mir in der Nähe wäre. Von da aus flog kein Flieger, also von Düsseldorf, und da der Flieger halt um 7 Uhr morgens geflogen ist und man dann ja um 5 Uhr, wie wir dann ja am selben Tag erfahren haben, schon am Flughafen hätte sein müssen, waren wir sehr froh, dass Dalton gesagt hat, Mensch, reist den Tag eher an, geht ins Ibis-Hotel, kommt da einfach mal ein bisschen runter, ne? Jo, das haben wir auch gemacht, da haben wir uns dann auch auf der Fahrt dahin kennengelernt im Zug, und Melli ist wirklich ein ganz wundervoller Mensch, und das ist auch so ein Thema, was ich mit euch besprechen möchte in diesem Video. Ich habe im letzten Jahr so unglaublich nette YouTuber, YouTuberinnen, Menschen kennenlernen dürfen. Ihr macht euch kein Bild, ne? Wahnsinn. Ja, ich hätte mir irgendwie so eine Art Übersicht machen sollen mal, was ich alles so mit euch besprechen will. Nö, also ich habe mich eben von der Couch entschieden, dass ich mich jetzt hier hinsetze und mit euch zusammen schminke. Die Produkte hatte ich mir schon mal so zusammen rausgesucht. Und ja, jetzt sitze ich hier mit euch. Die Foundation ist jetzt aufgetragen und ich habe die ja auch schon ein bisschen aufgebaut. Sehr, sehr leichte Deckkraft. Also würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt als Foundation sehen. Also sehr, 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 sehr leicht. Man sieht ja alles noch, ne? Ah, da muss man wissen, was man will, ne? Also für mal finde ich das ganz nice. Das ist dann halt auch sommermäßig eine ganz schöne Geschichte. Ich glaube übrigens für ölige Haut eher weniger geeignet, weil ihr seht ja diesen Glanz im Gesicht und der kommt nicht nur vom Primer, der kommt auch von der Foundation. Ne? Also für jemanden, der regulär schon recht schöne Haut hat und einfach nur so ein bisschen Anebnung, gibt es das Wort, haben möchte, ist das eine gute Geschichte. Schon, ne? Aber ja, für mich jetzt, also für den Alltag, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Aber, also schön finde ich die. Die ist, die soll weich zeichnen, steht hier drauf, und lightweight sein und mit Aloe Vera. Also schön sieht die aus, aber die hat jetzt echt nicht viel gemacht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Foundation so auf meinem Gesicht findet, ne? Corfu. War für mich eine mega Erfahrung. Ich habe jetzt den Eye Bright von Revolution. Geiler Concealer übrigens, habe ich in der Farbe Porcelain. Den habe ich auch schon in reger Anwendung. Ja, also war wunderschön. Also die Eindrücke, die ich da gewonnen habe, die Erfahrung, die ich mitgenommen habe, die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, der Wahnsinn. Also da muss ich echt mein Hut vorziehen. Also vielen, vielen Dank, Dalton, dass ihr mich mitgenommen habt und ja, dort einfach mich auf die Reise mitgenommen habt und ich dort halt euch begleiten durfte, wenn man das so sagen darf. Es war halt auch eher eine Geschäftsreise, als dass es ein Urlaub war. Also ich habe mir jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit Pelz auf die Sonne scheinen lassen. Genau, die Sonne auf den Pelz scheinen lassen können. Nee, so kann man sich das nicht vorstellen. Das war schon alles sehr gut durchgeplant und wir haben halt im Prinzip die ganze Zeit gearbeitet, ne? Also Content produziert, sowohl für Dalton als auch für unsere eigenen Kanäle, für unsere Vlogs und so. Und das darf man halt nicht vergessen, ne? Das ist halt nicht nur easy peasy Sonnenschein. Sommer Claudi müsste heute auch noch gehen. Ich habe jetzt hier ein Schwämmchen von Revolution, den habe ich eben hier mit diesem Face Care von Dalton mal angefeuchtet. Das ist high, wenn du, also high end, wenn du das machst, ne? Und damit dein Schwämmchen anfeuchtest, dann hast du aber, wow, ein bisschen dicke Dent unterwegs. Aber ich hatte eben nichts anderes auf dem Tisch stehen. Ja. Und ja, auf jeden Fall bin ich über die Erfahrungen, die ich dort sammeln konnte, über die Eindrücke, über die Menschen, mit denen ich mich dort austauschen konnte, die übrigens auch super, 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 super mega doll lieb waren, sind immer noch, bin ich einfach dankbar, ne? Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also das war eine krasse Zeit, eine schöne Zeit und ich bin einfach immer noch hellebest begeistert darüber, dass ich da einfach mit dabei sein durfte. Ja. Kann man so sagen. Also ich bin da einfach baff und glücklich und zehre immer noch davon. Ich drehe das Video jetzt tatsächlich natürlich ein bisschen vor. Was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch, genau. Und bin da irgendwie immer noch so ein bisschen gedanklich auf Corfu. Heute ist halt auch der Vlog online gekommen. Wahnsinn, Leute, echt, ne? Als ich den gestern geschnitten habe, saß ich selber da und hatte den Mund offen und habe da vor mich hingeschnitten und mich gefreut und fand das total klasse. Hier habe ich meinen Mundwinkel übrigens eingerissen. Ich habe keine Ahnung, was ich schon wieder getrieben habe. Jo. Natürlich war das so, dass ich nicht so konnte, wie ich wollte, ne? Weil ich bin halt schwanger. Ist klar, dass ich dann halt nicht die Energie habe, die ich normalerweise hätte, wenn ich halt keine aktuell Kartoffel
doofe Bezeichnung, aber das sagt meine Rossmann App halt, ne? Im Bauch hätte, ist klar. Und das ist halt auch etwas, was ich im Alltag aktuell sehr merke, dass ich einfach vieles nicht mehr so easy peasy, schnell und keine Ahnung, energiegeladen machen kann, weil ich halt nicht alleine in meinem Körper bin. Aber das finde ich nicht schlimm. Also es richtet sich alles jetzt ja auch ein Stück weit darauf aus, aufs Mama-Sein, auf Familie gründen und so. Und mein Körper braucht gerade jeden Funken Energie, um ein neues Leben zu schaffen. Und deswegen ist es auch für mich vollkommen verständlich und normal, dass ich da etwas energieloser bin. Aber es nervt mich manchmal tierisch, weil ich bin so ein Duracell-Häschen. Sagte Melli das nicht zu mir? Ja, also ich bin halt wirklich energiegeladen. Und wenn ich halt nicht die Möglichkeit habe, diese Energie dann zu haben oder zu nutzen, dann ärgere ich mich über mich selber. Naja, aber es ist, wie es ist. Man sollte sich nicht darüber ärgern. Ich genieße einfach, wenn ich einfach die Energie habe, mich jetzt hier hinzusetzen und dann, keine Ahnung, einen Filmemarathon oder sowas zu drehen, ne? Easy peasy. Und ich soll es halt auch nicht übertreiben. Muss man auch bedenken. Ist logisch, ne? Ja, trinkt euch was. Es ist eine kleine Trinkpause jetzt, ne? Mhm. Also Wasser trinken ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man diese Früchtetees hat, dann kann man die auch echt 1A ungesüßt trinken, ne? Den mag ich übrigens sehr gerne. Der ist auch in meinem täglichen Schminke drin. Das ist ein schönes Teil. Habe ich eigentlich hinten das Licht an? Ja, ne? Ja. Sammy chillt da auch eine Runde ab. Genau. Ja. Dann komme ich doch jetzt einfach mal zu den anderen YouTubern, Influencern, die ich einfach kennenlernen durfte. Das Ganze fing ja natürlich an mit der Trashy-Gruppe, Trashosaurus, ne? Das haben wir ja gestartet. Ich habe jetzt, übrigens einen Lidschattenprimer von Suva Beauty Prime and Paint. Da habe ich jetzt gerade auch ein bisschen Schiss vor. Das ist nämlich weiß, ne? Das wird jetzt sehr intensiv sein. Vielleicht nehme ich mir dafür auch irgendwie so einen anderen Pinsel oder so. Ja, weiß ich auch nicht, ne? Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt gleich, oder mein Finger, komm, kann ich auch machen, ne? Wir sind ja jetzt hier nicht in Schickeria, Kapier. Wow, da kommt viel Produkt raus. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Hui! Auf jeden Fall, die Trashosaurus-Mädels durfte ich halt kennenlernen. Das war eine total coole Geschichte, als die Nika war das, glaube ich, damals, ne, mich angeschrieben hat, ob ich Bock habe, da weiter, da mitzumachen. Und, ja, seitdem haben wir echt uns da eine schöne Truppe aufgebaut mit netten Mädels, tauschen uns da gegenseitig aus, sowohl was YouTube-Sachen angeht, aber wir bauen uns auch auf, was private Sachen angeht. Und ich kann mich noch dran erinnern, als ich letztes Jahr im Sommer da auch reingeschrieben habe, dass es mir einfach nicht so gut geht und ich mir einfach auch so ein bisschen beruflich Sorgen mache, ja, wenn man das so nennen kann, ne? Dass ich halt einfach nicht genau weiß, was jetzt einfach so die Zukunft für mich bringt und ich mich einfach unwohl fühle. Da hat liebe Nicole, Nina Wien, mir so ein ganz schönes Survival-Paket quasi geschickt. Na gut, den hätte ich jetzt so trocknen lassen können oder ich mache den halt so dünn, wie er jetzt ist, ne? Kann man auch machen wahrscheinlich. Ja, weil ich habe eine relativ nude-farbene Palette gleich. Das ist so besser. Auf jeden Fall hat die mir so ein echt süßes Paket geschickt und ich war ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat. Hat mich echt gefreut, also wirklich. Auch so verrückt. Man hat sich halt im wahren Leben nie so getroffen. Manche werde ich auf der Glow treffen. Da bin ich nämlich mit ein paar Mädels vom Trashy und auch von, also Like a Daisy in Spring ist auch mit dabei, die liebe Sarah Isabel. Und das ist halt auch noch so eine Sache, wenn du die Leute halt übers Internet kennenlernst, sind die meistens, oder man denkt, ne, sie wären halt anders als im realen Leben und dann triffst du sie und meistens bei manchen Leuten ist es, also bei vielen Leuten ist es wirklich so, dass sie dann auch vielleicht ein bisschen anders sind. Vielleicht ein bisschen introvertierter oder extrovertierter oder sonst irgendwas. Aber bislang muss ich wirklich sagen, die Leute, die ich dann auch im realen Leben getroffen habe, das war ja Like a Daisy in Spring, das war Danny Pelletier, Melly Meloflori, Amelie with Love war das auch und die habe ich ja kennengelernt und da muss ich wirklich sagen, die sind mir einfach auch im wahren Leben sympathisch. Das hast du nicht oft und deswegen bin ich einfach auch echt dankbar, dass ich eben die Menschen kennenlernen durfte, die halt auch so sind, wie sie so sind, ne? Und mir dann auch sympathisch sind. Und das
Ist ein Geschenk, das hast du nicht immer. Jetzt habe ich hier auch von Ilia so ein Cheek to Cheek in der Farbe, müsste sehr, sehr bunt sein. Multi-Stick auf jeden Fall. Ja, das ist halt so ein Cheek to Cheek, ist glaube ich die Farbe. Das ist, kannst du für die Lippen verwenden, dann mache ich den gleich auch mal drauf. Das ist so ein Rostrot und den kannst du auch verwenden auf den Wangen. Also als Blush nehme ich den gleich. Jetzt wollte ich nur mal gucken, wie das auf den Lippen aussieht. Hat so ein bisschen was Tomatiges, ne? Aber finde ich jetzt nicht schlimm. Kann man für, ja, kann man wohl machen. Ist ja kein Thema. Und so, bei solchen Sticks nehme ich dann gerne den Foundation Brush. Wubbel da immer so ein bisschen durch, dass der Pinsel dann auch so gut Farbe abbekommt. Vor allem, wenn ich das erste Mal mache. Wenn der halt nicht so mega pigmentiert ist, dann mache ich den auch direkt auf meine Wangen drauf. Da bin ich nicht so. Aber zum Beispiel bei dem Milk Stick und so habe ich halt gelernt, dass es so einfach besser funktioniert. Habe das dann hier drauf und gebe mir das dann auf die Wange. Das sieht gut aus. Naja, auf jeden Fall bin ich einfach für vieles dankbar, was ich jetzt hier auch in den letzten Monaten erleben durfte oder halt auch innerhalb des letzten Jahres, ne? So viele nette Menschen, mit denen man sich ehrlich austauschen konnte und wo man nicht irgendwie Angst haben müsste, dass man danach ein Messer in den Rücken gestochen bekommt oder so, ne? Und ja, ich hatte halt damals, als ich mit YouTube angefangen bin, vor 4 Jahren war das ja tatsächlich Juni 2018, ne? Bin ich ja angefangen, oder Juli, irgendwie auch von YouTube eine etwas andere Sicht gehabt. Also ich habe selber halt es so gesehen, naja, ist eher so eine oberflächliche Geschichte und wer weiß, wie die Leute dann im realen Leben sind und so, ne? Also da war ich halt auch verhalten, allein durch das, was ich ja auch erlebt habe in meiner Vergangenheit mit dem Mobbing und so weiter. Und bin dann einfach immer wieder positiv überrascht worden, wenn ich die Menschen dann auch so kennenlernen durfte. Auch zum Beispiel auf dem Dalton-Event, sowohl in München als auch dann jetzt auf Korfu, ne? So nette Leute. Es ist Wahnsinn, wie herzliche Menschen es auf der Welt gibt. Und dass man das dann so erleben darf, da ist man dann einfach dankbar für, ne? Und denkt sich, Mensch, das ist einfach schön. Und alles hat irgendwo einen Grund, dass man halt an dem Punkt gerade steht, an dem man steht. Und ja, deswegen, also zum Beispiel, ich habe Like a Daisy in Spring damals ja auch selber immer super gerne geguckt. Das war eine große Inspiration für mich, ne? Also die hat echt immer die neuesten Drogerie-Neuheiten rausgehauen, die neuesten LEs präsentiert. Und ich habe immer gedacht, wow, die lebt im DM und oder im Rossmann halt, ne? Und ja, habe die dann auch privat kennengelernt. Und das ist so ein sympathischer Mensch. Also Mensch, 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 welchen Kerl und Single ich wäre verliebt, ich sag's euch. Echt Wahnsinn. Und genauso auch bei Melli, das ist echt der Wahnsinn, was für nette Menschen es so gibt. Und ja, ne? Cool ist es dann auch wirklich, wenn man merkt, sowohl bei Sarah Isabel als auch bei Melli, dass die Menschen dann wirklich auch gar nicht so weit von einem entfernt wohnen. Das heißt, man kann sich dann auch mal treffen. Also tatsächlich, also dass dann auch wirklich Freundschaften dadurch entstehen können. Das ist verrückt, ne? Dass man dass ich das so sage, aber das ist wirklich so. Und das sind keine Zweckfreundschaften, wie man das ja bei manchen YouTubern halt auch so sieht oder Influencern, furchtbarer Name übrigens, sondern dass es halt wirklich ehrlich ist. Und das finde ich so aufregend und das finde ich total cool. Melli wohnt, ich glaube, 20 Minuten von mir entfernt. Sarah Isabel, 1,5 Stunden. Easy. Easy, ne? Echt krass, ja. Ja, und so entwickelt sich das Ganze. Jetzt habe ich hier das Puder von Ilia Magic Sands Drugs Facts. Achso, nee, Quatsch, sind dann die Inhaltsstoffe. Radiant Translucent Powder, Lichtschutzfaktor 20, Leute. So dick gibt man sich das safe nicht auf, dass man Lichtschutzfaktor 20 damit erreichen will, ne? Aber gut, ja, dann mache ich mir den magischen Sand mal aufs Gesicht. Ist wirklich ein bisschen gelblich, ne? Muss ich aufpassen, dass mir das nicht zu gelb wird. Aufpassen, Claudinchen. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ja, Dankbarkeit und Dinge, die sich halt so ergeben haben. Darüber können wir auch so ein bisschen reden, würde ich sagen. Ne? Also quasi, ja. Wie fange ich denn an? Ich habe eine ganz klassische Ausbildung damals gemacht als Industriekauffrau und habe dann auch in meinem Job eine ganz lange Zeit gearbeitet, habe mich auch schon in dem Ende meiner Ausbildung und auch meiner Ausbildung selbst auf den Bereich Vertrieb, Schrägstrich Marketing, spezialisiert. Also das war auch so Teil meiner Abschlussprüfung und so. Und da wusste ich halt auch, das ist wirklich so mein Bereich. Nach der Ausbildung habe ich dann natürlich auch ein bisschen Berufserfahrung gesammelt. Und
Und bin dann auch letztendlich bei der Firma angefangen, wo ich auch zuletzt war. Und habe mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt, habe im Bereich Export gearbeitet und als Assistenz der Bereichsleitung. Und war ein guter Job, also war eigentlich schön, war gut bezahlt, nur kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Hätte ich theoretisch bis zur Rente machen können. Aber das Ding ist, du denkst immer, du kannst etwas bis zur Rente machen und dann passieren Dinge, die sich verändern. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht, ne? Also ich habe mich echt pudelwohl gefühlt, aber ja, dann hast du halt in Firmen oft so Managementwechsel oder Menschenwechsel oder Menschen verändern sich, Menschen werden unzufrieden. Ja, und wenn du dann so ein Mensch bist wie ich, der sich da halt auch recht viel von annimmt, dann hast du halt ein kleines Problemchen, ne? Selbst wenn du dann da in deinem Traumjob drin bist. Parallel lief es halt mit YouTube auch immer besser, sodass ich mich dann so oder so hätte entscheiden müssen, bin ich jetzt selbstständig oder nicht. Ne? Also das ist halt auch so eine Sache, was die Krankenkasse anbelangt zum Beispiel. Wenn man halt irgendwann an diesen Wendepunkt kommt, mit welchem der beiden Bereiche verdiene ich jetzt mehr, mit welchem der beiden Bereiche, wo investiere ich halt auch wie viel Zeit, ne? Das ist auch immer die Sache, ich hatte ja einen Vollzeitjob und dann hatte ich noch einen Vollzeit-YouTube-Job. Und irgendwann kommt man dann natürlich an so einen Punkt, wo man überlegen muss, was willst du nun, Claudinchen, was willst du nun? Und dass es da halt gerade dann auf der Arbeit so ein paar Veränderungen gab, die ich nicht gut fand und die ich halt auch nicht weiter mittragen wollte, vereinfachten mir das Ganze natürlich von der Entscheidung her, ne? Also ich habe viele Tage, Nächte eigentlich vielmehr, bei uns auf der Terrasse gesessen und geweint und drüber nachgedacht, weil es halt wirklich ein Job war, den ich ja auch gerne gemacht habe, ne? Das war jetzt ja nicht so, als wäre ich nicht gerne arbeiten gegangen. Also ich arbeite ja auch bei YouTube. Das ist ja nicht, also das ist ja noch mehr Arbeit eigentlich. Aber das war halt echt für mich schwer, die Entscheidung zu fällen. Vor allem, weil du ja nicht weißt, Mensch, wie geht denn das jetzt weiter? Wird das dann überhaupt was mit der Selbstständigkeit? Du kommst dann quasi von einem Angestelltenverhältnis, wo du safe bist eigentlich, ne? Wo du eigentlich, du machst einen guten Job, du bist ja beliebt oder wie auch immer man das nennen mag, ne? Die Chefs finden das in Ordnung, was du machst und respektieren deinen Job. Ich nehme jetzt hier einen Bronzer von Revolution, den Glow Splendor Ultra Matte Bronzer in der Farbe Fair, ne? Und du bekommst halt ein regelmäßiges Einkommen, die zahlen auch entsprechend dort deine ganzen Versicherungen und Steuern und so. Du musst dir keine Sorgen machen und dann stehst du halt vor der Ungewissheit, oder gehe ich in die Selbstständigkeit, ne? Und das ist kein einfacher Schritt. Und ja, ich habe dann wirklich viel nachgedacht, habe mit meinem Freund drüber geredet, habe mit meinen Mädels drüber geredet, mit meinen Zuckerpuppen, ne? Und die haben halt auch gemerkt, wie unzufrieden ich dann auch letztendlich in meinem Job war. Weil das kam halt auch noch erschwerend hinzu, dass eben durch diesen Wendepunkt, den es da gab, echt viel mir nicht mehr gefallen hat und ich dann wirklich sehr, sehr traurig geworden bin. Und dann auch wirklich meinen Job immer weniger gerne gemacht habe, weil ich gemerkt habe, wie unzufrieden ich werde und wie glücklich ich wäre, wenn das nicht mehr so wäre. Wisst ihr, wie ich das meine? Weil ich jetzt ja, ich hatte ja einen Plan B in der Tasche. Ich hatte ja die Möglichkeit zu sagen, ciao Kakao, ich mache jetzt YouTube. Aber ich hatte halt schon Schiss. Ich wusste nicht, ob das was wird. Und ja, ich habe mich halt auch irgendwo nicht trauen wollen, weil ich schon meinen Job, wie gesagt, halt auch gerne gemacht habe. Also mein Job an sich, ne? Die Rahmenbedingungen waren halt das, was am Ende dazu geführt haben, dass ich dann gekündigt habe und seit Oktober dann ja auch selbstständig bin. Aber naja, ich saß irgendwann mal mit meinem Freund dann auf der Terrasse, weiß ich noch sehr genau. Und wir hatten Pizza bestellt, saßen dann dort. Und ich glaube, das war das sogar mitten in der Woche oder war das am Wochenende? Ich weiß es nicht. Ja, wir hatten dann auf jeden Fall uns noch ein paar Gläschen Cola Whisky gegönnt und irgendwann sagte er dann auch zu mir, Schatz, egal was du machst, ich bin da, ich stehe hinter dir und selbst wenn das mit der Selbstständigkeit nicht funktionieren sollte, dann ist das so. Das ist nicht jetzt irgendwie, dass du da jemanden umbringen würdest, ne? Das ist jetzt irgendwie kein Bein ab. Es ist nur ein Job, das sagte er, ne? Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich habe das halt immer so ein Stück weit als mein Baby gesehen. Ich habe immer super viel mich verantwortlich gefühlt, obwohl ich ja jetzt keine mega krass hohe Position oder so hatte, ne? Also ich war halt einfach eine Angestellte, klar, in einer Position, die
ne, auch nah an der Geschäftsführung, Geschäftsleitung dran war, aber trotzdem halt immer noch angestellt und nicht irgendwie eine Leitende oder sowas. Und da habe ich auch für mich gemerkt, ja, ist so. Und ich muss da jetzt auf jeden Fall weg, weil mich das sehr, sehr traurig macht, weil ich wirklich fast jede Nacht geweint habe und ich halt dann auch irgendwann mit diesen klassischen Bauchschmerzengedönsen zu arbeiten, beziehungsweise wenn ich vom Homeoffice aus gearbeitet habe, habe ich halt auch gemerkt, Mensch, jedes Mal, wenn ich den Laptop hochfahre, kriege ich Bauchweh, habe ich keinen Bock drauf, ich bin traurig, ich bin apathisch manchmal auch. Ne? Klar, ich habe meinen Job immer gut gemacht und immer, wenn ich dann auch mit den Kunden korrespondiert habe, habe ich mir auch nichts anmerken lassen. Die waren auch immer super zufrieden und ich habe wirklich alles gegeben, damit es rund läuft. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, dass mir das Herzblut irgendwann gefehlt hat. Ja, und es war halt dann auch, natürlich im Sommer ist es dann für mich immer kurz vor der Hochphase bei YouTube bei mir, weil die Adventskalenderzeit halt immer am Ausrasten ist. Ist wie die ist. Also nicht nur klickzahlmäßig, sondern halt auch, dass mehr Zuschauer kommen, auch vom Verdienst her für mich, ne, dass da einfach eine größere Absicherung für mich da ist. Und deswegen, ja, habe ich dann in meinen Vertrag reingeschaut und habe mal nachgesehen, wie meine Kündigungsfrist so ist. Jetzt verwende ich von Ofra den Mini-Highlighter Rodeo Drive. Das ist auch so ein ganz klassischer, ne? Der ist jetzt ein bisschen goldener, aber ich bin ja auch ein bisschen gebräunter. Dann geht es ja auch klar. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hineingeschaut und dann mit Erschrecken tatsächlich festgestellt, tja, damit ich meine Kündigungsfrist richtig einhalte, müsste ich jetzt kündigen. Also quasi an dem Tag selber oder einen Tag später. Das war alles super knapp. Und weil das halt so eine ganz verrückte Kündigungsfrist war. Wirklich eine ganz, ganz verrückte. Die kannte ich auch so vorher nicht. Also irgendwie 4 Wochen zum Quartalsende oder sowas. Und hab mir dann selber auch gedacht, so Alto Belli, das ist aber sehr, sehr kurzfristig. Weil ich bin auch so jemand, ich möchte eine ordentliche Übergabe machen. Ich möchte es alles vernünftig machen und so, ne? Und ja, hab's aber dann letztendlich durchgezogen. Schon schön, ne? Ja. Und ja, das war natürlich ein großer Aufschrei, wenn ich das mal so sagen darf. Da sind viele nicht wirklich einverstanden mit gewesen, aber das Ding ist halt, dass ja, niemand dort ein Vetorecht hat, ne? Also da kann niemand sagen, nee, darfst du nicht. Du musst jetzt hier bleiben, so geht das aber nicht. Sondern das ist halt das normale Arbeitsleben, ne? Und dann, ja, war das halt für manche ziemlich blöd. Aber es war nicht mein Problem. Sorry, ne? Also, dann hätte man vielleicht das während der Zeit, wo ich halt dort gearbeitet habe, etwas anders handhaben können. Und das hat man nicht getan. Also, ja, ciao, Kakao, Leute. Das war dann halt so. Ja, ich glaube, im September habe ich dann auch tatsächlich gekündigt. Und seit Oktober bin ich dann ja selbstständig, ne? Das war ein harter Schritt, das sage ich euch. Ja, aber ich habe es durchgezogen und ich bin jetzt auch letztendlich sehr, sehr glücklich damit und muss auch sagen, das ist alles richtig so gewesen. Zu der einen oder anderen Kollegin und dem einen oder anderen Kollegen habe ich auch nach wie vor noch Kontakt. Jetzt verwende ich so ein neues Produkt von Revolution, das Laminate Brow. Das ist ein Medium Brown, ne? Das ist einfach so ein Duo-Vieh. Hier hast du ein Gel, hier oben hast du einen Stift und meine halbe Stunde ist gleich voll. Ah, okay, genau. Das, was mir jetzt natürlich fehlt, wäre hier ein Spoolie, weil der ist hier natürlich nicht dabei, weil Spoolie müsste dann ja so ein extra Vieh haben. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal aus so einem Nabla-Pinsel-Set, ne, mir so ein Spoolie raus. Ja, genau. Wie gesagt, also zu manchen Kolleginnen und Kollegen hatte ich dann oder habe ich nach wie vor noch Kontakt. Ne, auch zu Kolleginnen und Kollegen. Die vor mir schon gegangen sind, denn da gab es halt wirklich mehrere, die dann in der Zeit auch die Firma verlassen haben, habe ich nach wie vor noch guten Kontakt und finde es auch ganz schön so und genieße das auch, ne? Dass dann, ja, man jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, wir arbeiten nicht mehr zusammen, dann kennen wir uns nicht mehr. Sowas finde ich irgendwie schade. Bei manchen Leuten gut, wäre es mir halt recht auch irgendwo, ehrlich gesagt, oder ist es mir recht. Aber manche Leute hat man ja auch in der Zeit, wo man dort gearbeitet hat, echt ins Herz geschlossen und mag die Leute einfach dann. Ne? Deswegen finde ich das ganz schön, dass man da jetzt auch nach wie vor noch ein bisschen Kontakt hat
Und wenn Fragen da sind, dass ich die dann halt nach wie vor noch beantworten kann und so, weil ich habe auch gesagt, als ich gegangen bin, ich verlasse die Firma jetzt einfach, ne, weil ich halt gekündigt habe, aber ich bin ja nicht aus der Welt. Also man kann mich halt, wenn irgendwelche Fragen sind, die halt wirklich nicht beantwortet werden können, sagt Bescheid, ihr habt meine Nummer, ne, also läuft. Und das ist eigentlich auch generell immer so meine Einstellung, dass wenn man irgendwo einen Job wechselt, wenn man ja, den Arbeitsplatz verlässt, dass man versucht, das Ganze ja auch friedlich zu gestalten und dort ja auch immer noch die Kommunikationsoption zu lassen. Weil klar konnte ich mich hinsetzen und dann seitenweise jeden einzelnen Kunden mit Vorgang und wie auch immer zu beschreiben, wie man den abarbeitet, in Anführungsstrichen, wie man dort die Exportdokumente vorbereitet, was die Besonderheiten vom Kunden an sich vielleicht sind und so, ne? Aber du kannst niemals deinen Kopf dort lassen. Also es gibt dann immer noch das ein oder andere Mühlein, was in deinem Kopf drin ist, was du halt nicht zu Papier bringen kannst und wo du sagst, naja, im Fall der Fälle könnt ihr mich halt anrufen, ne? Also der Augenbrauenstift ist doch etwas zu rot. Naja, und ja, sowas habe ich halt auch immer sehr zu schätzen gewusst, wenn ich irgendwo neu angefangen bin oder wenn eine Kollegin halt gegangen ist oder ein Kollege, dass man halt jetzt nicht irgendwie so gebrochen hat, ne? Das finde ich immer, weiß ich nicht, letztendlich, das hat mal von meinem Freund, der Chef, hat mal gesagt, es geht hier nicht um Menschenleben, ne? Gut, das kommt auch immer auf die Berufssparte an, ne? Aber in meinen Berufsbereichen war das nie, dass es wirklich um Menschenleben ging. Und deswegen ist, man muss es halt auch mal realistisch sehen und nicht immer so ausrasten und so emotional und so, das sage ich, ne? Die halt einfach die emotionale überhaupt ist und auch super viele Ausraster, man kann sich das kaum vorstellen, wa? Bekommen könnte. Ja, genau, aber ne, das ist halt so, wie ich meinen Job dann auch verlassen habe und so habe ich mich auch wohl damit gefühlt. Natürlich guckt man manchmal zurück, denkt an die Menschen zurück und denkt sich, ne, Mensch, war vielleicht doch auch das ein oder andere Mal recht schön. Und vor allem in den Momenten, wo halt noch alles so war, wie es halt meinem Traumjob entsprochen hat. Das ist dann natürlich sehr schade. Aber ich muss wirklich sagen, vor allem jetzt, wo ich jetzt stehe, mit dem, was ich in den letzten Monaten erreicht habe, mit dem, was ich gerade unter meinem Herzen trage, ich würde nie wieder das also zurück wollen. Also ne, dass ich jetzt das bereue, dass ich gegangen bin, weil es hat mich natürlich auch mental total blockiert. Ich bin ja seit drei Jahren haben mein Freund und ich versucht, schwanger zu werden. Und ich bin ja auch schon eine Weile in Therapie gewesen und so. Und das war auch ein ja, Geist der Vergangenheit, der mit dabei gespielt hat, weswegen das halt auch nicht so richtig funktionieren wollte. Weil da halt Dinge vorgefallen sind, die mich blockiert haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass mein Kopf deutlich freier geworden ist, als ich meinen Job gekündigt habe, weil ich einfach manche Reizpunkte nicht mehr hatte, manche Menschen nicht mehr um mich hatte, die mir vielleicht das Gefühl gegeben haben, dass ich besser nicht schwanger werden sollte. Sehr, sehr böse, aber tatsächlich war das auch der Fall. Und manche Menschen, die mich halt auch einfach psychisch unter Druck gesetzt haben, ohne es vielleicht selber zu merken, ne? Aber mir das Leben halt wirklich erschwert haben und deswegen bin ich sehr froh, dass ich den Schritt gegangen bin zu kündigen und ich hatte damals auch zu meinem Freund im Spaß gesagt, stell dir mal vor, jetzt kommt erstmal schön die Adventskalenderzeit, da haue ich ordentlich einen raus und ne, bin dann viel am Arbeiten, Machen und Tun und dann Anfang nächsten Jahres, zack, kriege ich ein Baby im Bauch. Ja, eigentlich hatte sich ja alles ein bisschen anders dargestellt und wir haben ja nicht damit gerechnet, weil sein Opa ist, also mein Schwiegeropa ist ja leider verstorben Anfang diesen Jahres. Mein Opa ist schwer erkrankt und als Pflegefall wieder nach Hause gekommen. Meine Oma ja ebenfalls und eigentlich keine leichte Zeit und keine Zeit, wo man ja wirklich so dann Kinder erwartet, sage ich jetzt mal ganz blöd. Aber es war so und wahrscheinlich hat es auch geholfen, den Kopf einfach mal frei zu haben und sich nicht darauf zu fokussieren und einfach auch in vielen Dingen im Leben etwas gelöster zu sein. Das hat natürlich sehr geholfen. Ja, also mir hat es definitiv geholfen, den Job zu kündigen und dort weg zu sein. Wobei, ich muss ehrlich sagen, seitdem ich halt jetzt voll selbstständig bin, bin ich selbst und ständig, ne? Also ich arbeite natürlich jetzt mehr,
auch zeitlich, ne? Ich bin flexibler, absolut, natürlich, ja, bin ich. Aber ich arbeite mehr Stunden, ne? Und da hat mein Freund sich auch schon beschwert. Ich habe gesagt, such dir ein Hobby. Such dir einfach ein Hobby. Hat er jetzt auch. Ist auch gut so. Ja, ich mag meine Augenbrauen gar nicht. Also das gefällt mir echt nicht. Dieser Stift an und für sich ist ganz gut. Der gibt auch schön Farbe ab. Aber die Farbe ist richtig rot, ne? Also das ist Medium Brown, aber sowas von. Normalerweise kenne ich Medium Brown als ein bisschen aschig auch. Nee, ne? Egal. Lassen wir das, wie es ist. Wo ist denn jetzt da? Die Kappe. Fixieren wir das Ganze oder laminieren wir das Ganze hier jetzt auch mal. Genau. Und deswegen, ich bereue meinen Schritt nicht. Ich bin da sehr froh drüber. Und halt auch sehr dankbar, dass das Ganze dann doch so funktioniert hat. Denn ich weiß noch, als ich gerade dann die Selbstständigkeit halt für mich beschlossen habe, zuallererst, wobei, nee, das stand schon vorher fest, dass das Dalton-Event in München stattfinden wird. Genau, dann war ich nämlich kurze Zeit später, nachdem ich dann ja auch mit der Selbstständigkeit begonnen habe oder so, in München, habe Dalton besucht und fand das Oberaffen-Titten geil, also richtig gut. Habe dann auch super viele Leute kennengelernt und habe das auch wirklich für mich als Chance wahrgenommen, ne? Dass ich dann gesagt habe, Mensch, wenn ich das jetzt wirklich nur mache, ausschließlich die Selbstständigkeit hier und nicht noch irgendwie nebenbei irgendwas, bin ich einfach flexibler und kann dann mich auch mit Kunden und so weiter treffen und habe da einfach mehr Möglichkeiten und kann meinen Job auch viel freier dann durchführen. Und deswegen fand ich das dann ganz gut und habe das auch sehr genossen. Dann, kurze Zeit später, habe ich einen Anruf von Danny bekommen, wie spontan ich so wäre. Und ich sage, ja, schon spontan, ne? Also, ja, kann man wohl so sagen, ich bin da so ganz easy peasy unterwegs. Ja, ob ich nicht Bock hätte, ein Buch zu schreiben. Hat er mich im Oktober dann ja gefragt, ne? Ja, let's fetz. Ich bin da wirklich spontan. Also, wenn ich da zurückdenke, also dann habe ich ja das Sammy-Buch geschrieben. Da liegt der kleine Mann und pennt, so süß. Und ja, damals, es war immer so. Meine Mom war zum Beispiel überhaupt nicht spontan. Und dann, als meine Eltern sich getrennt haben, sind mein Freund und ich mit ihr durch Ikea gelaufen. Und wir haben innerhalb von Stunden einen kompletten Hausstand zusammengekauft. Ne? Wahnsinn. Jetzt verwende ich von Wizard, die Warm Edit Eyeshadow Palette. Das ist dieses kleine Schätzelein. Richtig knuffig. Ich weiß nicht, ob sie im Preis wert ist. Wir werden es jetzt mal herausfinden. Und ja, genau. Dann habe ich das Buch geschrieben. Das war auch echt eine schöne Erfahrung für mich. Denn ich habe es immer gerne gemocht, dass ich Geschichten schreibe, dass ich kreativ arbeite und so. Das war schon immer so mein Ding, ne? Wirklich, muss ich wirklich sagen. Aber das dann auch jetzt wirklich so machen zu können, auf die Art und Weise, wie ich es dann ja gemacht habe, ja, ich muss mir erstmal die richtigen Pinsel hier raussuchen, was ist das denn hier, war für mich eine schöne Erfahrung. Wirklich, dieses kreative Arbeiten ist dann ja auch darin gegipfelt, dass ich dann ja das Buch selber schreiben konnte und mir die Zeit dafür auch nehmen konnte. Und Spoiler, ich schreibe jetzt schon am zweiten Buch, ne? Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann bei euch ankommen wird. Und ja, es macht mir halt einfach Spaß, kann man nicht anders sagen. Ich habe das in der Grundschule immer schon super gerne gemacht, dass ich Geschichten geschrieben habe. Da haben meine Eltern auch immer mich wirklich gefördert. Und also gefördert im Sinne von, dass die schon super früh haben die mir da irgendwelche Bücher hingelegt und ich habe die abgeschrieben und sowas zum Beispiel, ne? So habe ich halt Schreiben an sich gelernt. Das waren natürlich dann irgendwelche Kinderbücher oder so, aber da war ich, glaube ich, nicht mal in der Grundschule. Also total krass und ich fand das immer super. Mir hat das richtig gut gefallen und dann irgendwann, Papa war damals auch, also jetzt mittlerweile ist er ja in Rente, aber da war der damals ein IT-Leiter, witzigerweise bei dem gleichen Unternehmen, wo mein Freund jetzt arbeitet. Ne? Manchmal schließt sich der Kreis, aber ja, egal. Auf jeden Fall ja, war das dann halt auch dann zu der Zeit, wo dann auch super schnell irgendwie neue technische Geräte auf den Markt kamen. Und dann hatte man halt immer die Möglichkeit, so ausrangierte Laptops und PCs und wie auch immer von der Firma abzukaufen, wenn die dann ja irgendwie abgeschrieben waren. Das hat man, glaube ich, immer noch, ne? Und genau, so haben dann wir auch immer wieder Laptops bekommen. Und dann habe ich auch super schnell gelernt, mit dem Computer umzugehen. Und das kam mir halt alles nachher zugute, weil ich das dann natürlich auch in meinem generellen
späteren Leben einsetzen konnte. Ne? Also dieses Schreiben, dass ich dann kreativ geschrieben habe, dann, dass ich irgendwie mit dem Computer gearbeitet habe, da bin ich ja auch super affin, das kam mir dann natürlich jetzt im kaufmännischen Bereich super zugute, oder mit Excel umzugehen und so, also das waren immer meine Babys, wo ich mich, also ich war da nie scheu vor und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass mein Papa mich in der Hinsicht sehr gefördert hat und meine Mama hat mich sehr in dem kreativen Bereich gefördert, ja, und damals wollte ich ja eigentlich irgendwann auch mal Lehrerin werden oder so, aber da habe ich dann recht früh für mich bemerkt, dass es nicht unbedingt was für mich ist, damit mit Kindern zusammenzuarbeiten. Wow. Nee, aber ich habe da einfach nicht die Geduld für, bin ich ehrlich. Ich habe zwar Nachhilfe gegeben damals und so, ne? Also ich habe viele, viele Jobs gemacht. Ich wollte immer früh Geld verdienen und mein eigenes Geld verdienen, damit ich halt meinen Eltern nicht auf der Tasche liege. Vor allem, dass meine Eltern mir nicht mein Partyleben und mein Rauchen damals tatsächlich finanzieren mussten. Deswegen habe ich immer gearbeitet. Und natürlich sollen die es nicht wissen, ist auch klar, ne? Und ja, habe ich immer irgendwas gemacht. Ich habe in der Küche gearbeitet als Spülmaschine quasi. Ich habe bei einer Blumen... Was ist das denn gewesen? Eigentlich ist es eine Gärtnerei und da habe ich dann auf dem Feld halt gearbeitet oder habe dann am Fließband gearbeitet, ne? Setzlinge und so weiter setzen und oh, das war auch ein heftiger Sommer tatsächlich. Ich habe im Callcenter gearbeitet. Crazy. Ich habe Gitarrenunterricht gegeben. Wie gesagt, Nachhilfe habe ich gegeben. Was habe ich denn noch alle gemacht? Ich habe 10-Finger-Schreibsystem habe ich auch Unterricht gegeben. Genau. Das habe ich in der Schule gemacht. Ja. Ach, fällt mir bestimmt noch einiges ein. Aber echt, ich habe immer irgendwas gemacht, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Nicht wichtig. Ne? Und deswegen habe ich dann ja auch damals mit YouTube angefangen. Nicht, weil ich was dazu verdienen wollte, sondern weil ich das einfach kannte, dass ich neben meinem regulären Alltag ja auch immer irgendwas mache. Sonst waren das halt irgendwelche Sachen, die ich gemacht habe, die jetzt nicht unbedingt einen Ausgleich zum Alltag gegeben haben. YouTube gibt mir einen riesengroßen Ausgleich zum Alltag oder gab es mir damals richtig intensiv, weil da jetzt nicht so unbedingt die schönste Zeit war. Aber ich habe es gebraucht. Ne? Einfach so ein bisschen ja, so einen Raum zu haben, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja auch ein Raum, wo ich einfach abschalten konnte und über Dinge reden kann, die mich erleichtern. Das hört sich auch irgendwie verrückt an, aber halt Dinge, die mich jetzt nicht irgendwie traurig machen können oder sonst irgendwas und wo man einfach ganz entspannt ist. Ja, also für mich ist Schminken eine Entspannungsübung. Wenn ich schlecht drauf bin, habe ich das total oft. Dann setze ich mich hier ins Zimmer und schmink mich. Da läuft die Kamera dann jetzt nicht unbedingt mit, ne? Aber das mache ich einfach so gerne, dass ich mich dann einfach so anmale, mir irgendwelche Looks überlege, mir Farbe ins Gesicht haue. Wenn der Alltag so grau ist, dann musst du auch mal Farbe reinbringen und dann geht alles besser. So, und aus dem Grund bin ich dann auch damals mit diesem ganzen Beauty-Kram angefangen, weil ihr habt es ja auch wahrscheinlich eben mitbekommen, das ist ja überhaupt nicht das, was ich jetzt so im normalen Leben so mache. Ne? Also Beauty-Kram, ne? Das ist halt mehr so das Kreative nebenbei. Aber dieses, ja, sonst habe ich halt dieses faktische, kaufmännische, ja, Zahlen, Daten, Fakten und so. Ne? Das ist halt so mein Leben sonst gewesen. Hat sich jetzt ja etwas geändert, ne? Aber ja, da war halt nicht viel Zeit oder Raum für Kreativität. Und ich bin auch so ein richtiges Arbeitstier, ne? Wenn ich dann in meinem Job drin bin, dann lebe ich meinen Job auch. Also meine Herren, gerade meinen letzten Job, den habe ich sehr gelebt. Und deswegen war ich auch sehr traurig, als ich ihn dann aufgegeben habe. Weil man sich dann doch auch so ein bisschen damit identifiziert hat. Genau, so kann man das nennen. Also du hast dich darüber identifiziert, du hast das sehr gefühlt halt immer. Oh, ich mag dieses Gelb-Orange, ne? Gerne, Leute. Das ist voll mein Ding. Ja, ihr seid heute ein bisschen weiter weg. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eh nicht so groß erzähle, was ich mache, dann sind auch alle nicht so wild, ne? Oh, mein Akku blinkt. Eine ganz lustige Frage, die ich gestellt bekommen habe, war, ob ich den Leuten böse bin, die mir dann ja auf Arbeit quasi das Ganze ja, verändert haben, sodass ich dann halt meinen Job nicht mehr so gerne wollte, dass ich dann gekündigt habe. Nö.
Bin ich nicht. Ich bin also selten, dass ich mal Leuten böse bin. Also, dass sie eine Veränderung in meinem Leben hervorgerufen haben. Denn jede Veränderung bringt einen ja auch so ein bisschen dazu, neue Wege zu gehen und neue Chancen zu nutzen. Und das ist ja bei mir auch der Fall. Also, ne, ich bin da niemandem böse. Warum sollte ich das sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Das sind halt auch nur Menschen, die menschlich reagiert haben. Also ich glaube nicht, dass irgendwer es auch wirklich abgrundtief böse mit mir persönlich meinte. Ich meine, dass manche Leute auch einfach nur ein Stück weit selber von der Situation verändert wurden und deswegen waren, wie sie waren. Und nö, da bin ich keinem böse. Leben und leben lassen, ne? Ich muss jetzt nicht mehr mit jedem zusammen mir einen Kaffee trinken oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich habe jetzt keine Gräuel gegen irgendwen. Nö. Also ist alles eine Lebenserfahrung auch ein Stück weit gewesen. Und letztendlich war es ja auch eine schöne Zeit, die ich dort verbracht habe. Und ich habe da auch gute Erfahrungen gesammelt. Und apropos Erfahrung, das ist halt das Positive dadurch, dass ich halt Industriekauffrau gelernt habe und jetzt halt hier selbstständig mit YouTube bin. Ich sammle ja weiterhin Berufserfahrung. Das ist sehr, sehr interessant eigentlich, weil ich ja, kaufmännisch auch jetzt super viel mache. Ihr seht natürlich immer das Resultat, ne, als Filmchen, als YouTube-Video, als Foto auf Instagram. Aber was dahinter steckt mit Kooperationen, ne, und mit Buchhaltungsgeschichten und so weiter. Also ich mache im Prinzip aktuell Einkauf, Verkauf, Marketing, Controlling, Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle, Buchhaltung, sowas. Ne, das mache ich ja alles. Natürlich unterstützt mich da auch mein Steuerberater oder meine Steuerberaterin vielmehr. Weil die es einfach studiert hat, die hat es gelernt, die hat da richtig Ahnung von und deswegen soll die das besser machen. Aber im Großen und Ganzen, ne, bin ich da schon sehr involviert in solchen Geschichten und brauche mich da auch jetzt nicht beschweren, dass ich wenig zu tun hätte. Das ist schon krass, teilweise wirklich heftig und halt auch in mehreren Sprachen. Ne? Also natürlich auf Deutsch, das ist klar, das ist der Hauptteil der Kommunikation, aber auch auf Englisch, das ist auch eine ganz große Geschichte. Ja, und ab und an sogar auf Französisch. Also wer kann, der kann heute, ne? Finde ich auch wichtig, dass wenn ich sowas gelernt habe, dass ich das jetzt nicht einschlafen lasse und wenn ich da die Möglichkeit habe, dann rede und schreibe ich halt auch gerne auf Französisch und finde es auch einfach schön. Ehrlich gesagt, ja. Und deswegen, also da bin ich ja ganz entspannt. Das ist jetzt quasi auch für mich jetzt noch weiterhin Berufserfahrung. Alles, was ich sammle, sind Erfahrungen, sind schöne Momente. Und solange ich es genießen kann und darf, tue ich das auch. Also das sind halt auch so Fragen, die meine Freundin mir stellen oder meine Familie. Mensch, was machst du denn, wenn das mit YouTube nicht mehr so läuft oder wenn die Blase platzt? Dann ist das so. Dann ist das halt so. Jetzt gerade eröffnet sich ja mir noch ein ganz neues Projekt, das Projekt meines Lebens. Ich werde endlich Mama. Mitte November ist es dann soweit, ne? Das ist auch Wahnsinn, Leute, ihr macht, also das ist echt Wahnsinn. Und so krass. Ja, und dann habe ich halt auch eine ganz neue Aufgabe, eine neue Herausforderung, was ich aber schön finde, wirklich, ne? Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich freue mich ja auch schon so viele Jahre darauf. Und wenn es jetzt endlich soweit ist, ich muss immer aufpassen, ich fange so schnell an zu heulen in letzter Zeit. Ich bin super sentimental und weil ich einfach so überaus glücklich bin, dass es endlich in meinem Bauch ist. Ne? Also das ist echt krass und ja, es hat alles immer einen Grund. Manche Dinge müssen halt einen etwas längeren Weg gehen und irgendwie ist es jetzt auch schon die perfekte Zeit. Man sagt ja immer, man hat nie so den perfekten Moment. Doch, genau jetzt ist für uns der perfekte Moment dafür. Vielleicht doch etwas früher, als wir uns das vorgestellt haben, aber dann doch irgendwie später. Übrigens, der Concealer sitzt irgendwie heute nicht ganz so geil, wie er sollte. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung. Ja, weil wir halt noch nicht mit dem fertig sind, was wir fertig haben wollten. Aber du bist nie fertig, wenn du Eltern bist. Du hast es nie perfekt. Und das ist etwas, was ich auch ich habe das vielen Leuten in letzter Zeit auch gesagt, wir streben nicht nach Perfektion und wir sollten auch nicht nach Perfektion streben. Wer uns irgendwie besuchen kommt und sich darüber wundert, dass unsere Wohnung, unser Haus vielleicht mal ein bisschen
unordentlich aussieht oder vielleicht auch der Staubi jetzt noch nicht überall rumgefahren ist oder so, der braucht sich nicht wundern, wenn man unangemeldet vorbeikommt, ganz ehrlich, ne? Aber ja, wir streben nicht nach Perfektion, wie gesagt, sondern nach Glück. Das ist unser Motto. Wir wollen glücklich sein. Mein Freund und ich, wir haben immer gesagt, das ist für uns der Sinn des Lebens. Glücklich sein und glücklich bleiben. Und genau das machen wir gerade. Und das ist so schön. Und wir sind glücklich. Wir sind unfassbar glücklich. Wir sind mega nervös, aufgeregt, teilweise planlos, überfordert. Was man halt so ist, ne? Ist normal. Aber wir sind glücklich. Das ist echt so schön, als ich aus Korfu wiederkam, da habe ich mich auch auf die Couch gesetzt und mit meinem Freund geredet und ich habe so geheult und ihm gesagt, Schatz, ich bin einfach gerade glücklich. Es war so schön. Ja, und das konnte er halt auch nur erwidern. Ich suche jetzt mal, ob das mit dem Finger besser geht, weil mit dem Pinsel ist es schon sehr, sehr krümelig. Ja, mit dem Finger kriegst du den Ton auf jeden Fall viel besser drauf, aber es krümelt rum wie sonst was, ne? Töne sind hier sehr weich in der Palette gepresst, was natürlich positiv ist, weil du die dann schöner aufs Auge bekommst, also intensiver. Aber denkt an Fallout. Ich habe nicht dran gedacht. Schöne Palette. Ich habe jetzt das zum Setten verwendet, dann den gelben Ton, dann den Orangeton, die beiden hier am unteren Wimpernkranz, den im Inner Corner und den dann auf dem beweglichen Lid. Ne? Ist ein easy peasy Look, mag ich gerne leiden. Und dann wird erstmal die Palette bei mir bleiben, ne? Gucken wir uns das mal weiter an. Mag ich. So. Ja. Jetzt habe ich hier die nächste Herausforderung vor mir. Suva Beauty UV Primaries. Wow, Leute, ich sag's euch. Ist, wenn man andere Leute schminkt, total cool. Wenn man sich selber schminkt, kann schwierig werden. Ich versuche jetzt wirklich einfach mal, dieses Rot und das Schwarz zusammen zu verwenden. Ja, habe ich mich wirklich dazu entschieden, ne? Ich nehme jetzt mal, das nehme ich nicht. Oder doch? Ich habe hier so ein Bodyspray stehen. Nehme ich das Balea Bodyspray einfach mal, ne? Das schäumt nämlich eigentlich. Deswegen habe ich das auch nicht zum Schwämmchen anfeuchten genommen. Man sieht es hier wahrscheinlich auch drin. Kannst du leider nicht so gut zum Schwämmchen anfeuchten nehmen. Das ist eine kleine Schaumparty. Ja, genau. So halt. Was wollte ich noch sagen, Leute? Ich habe so viel im Kopf gehabt, über was ich mit euch reden wollte. Der Wahnsinn. Und jetzt sitze ich hier und bin erstmal so ein bisschen... So eine Art Ehrfurcht ist auch mit dabei, dass ich hier ein Video drehe, was ich halt nicht so wirklich schneide. Ja, genau. Ich mache jetzt einfach mal weiter, wie das halt so dann letztes Jahr alles so verlaufen ist, ne? Wie das ganze Leben sich so gestaltet hat. Genau, ich habe jetzt natürlich schon mit dem Schwangersein ein bisschen was übersprungen. Genau. Puh, auf jeden Fall. Habe ich... ja, letztes Jahr dann ein paar neue Optionen eröffnet bekommen und mich dann auch dagegen entschieden, in Zukunft Fashionholz zu machen. Es gab einen großen Aufschrei bei euch, Leute, muss ich wirklich sagen. Das finde ich ganz interessant. Da haben mich auch viele nachgefragt, warum möchtest du keine Fashionholz mehr machen? Unterm Strich, weil es einfach meiner Meinung nach zu viel Hate, zu viel Kritik, zu viel Gegenwind gab und weil mein Klamottenstil auch nicht so unbedingt den Mainstream trifft und ich möchte mich jetzt nicht anpassen, bin ich ehrlich. Und da gab es nach jedem Fashion-Video gab es immer wieder Leute, die sich beschwert haben, wie furchtbar ich so rumlaufe. Also auf Instagram zeige ich mich ja auch, wie ich rumlaufe und so laufe ich auch wirklich rum und das liebe ich, das finde ich auch vollkommen in Ordnung, sieht manchmal ein bisschen sehr verrückt aus. Muss ich gestehen. Aber ja, ich mag es halt auch einfach mal ein bisschen anders zu sein, ne? Manchmal bin ich auch klassisch unterwegs. Manchmal bin ich auch wirklich ganz in Anführungsstrichen normal, so wie heute, ne? Da habe ich einfach ein Kleidchen an. Aber manchmal habe ich auch einfach Bock, ausgefallen auszusehen. Ihr dürft nicht vergessen, wo ich herkomme. Ganz ehrlich, ich bin damals ein Punk gewesen. Da habe ich auf vieles im wahrsten Sinne des Wortes geschissen. Das sieht man mir jetzt nicht mehr so an, aber das war halt so meins, ne? Und da lief ich in abgeranzten Klamotten rum. Mode war mir schnurzepiep egal. Und in diese Fashion Halls und in diese Modeschiene bin ich auch nur durch YouTube reingekommen. Also das war nie so meine Welt. Also ich habe auch nie
dass ich irgendwas getragen habe und Menschen auf der Straße zu mir gesagt haben, boah, wie geil, das will ich auch, wo hast du das her? Nie, nie. Wirklich, auch die Mädels in der Clique und so, nie. Das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen. Aber halt dadurch, dass ich hier YouTube gemacht habe, habe ich dann Anfragen bekommen, habe gesehen, dass meine Kolleginnen sowas halt auch gemacht haben und habe mir gedacht, ja gut, wenn das gewünscht wird, dann mache ich das halt auch wohl mal, ne? Dass ich ein Fashion Haul zeige und so. Und dachte, das muss halt auch irgendwie sein. Und habe aber dann letztendlich gemerkt, nee, feiere ich nicht so. Feiere ich wirklich nicht so. Und deswegen habe ich es dann auch irgendwann gelassen. Und zudem kam halt auch noch hinzu, dass ich ja auch beabsichtigt habe, dann diese Tage mal schwanger zu werden. Und das wollte ich euch jetzt nicht unbedingt ab Tag 1 unter die Nase reiben, ne? Ist ja auch irgendwie klar. Und ja, deswegen hatte ich dann auch die Fashion-Firmen darüber informiert, mit denen ich ja auch zusammengearbeitet habe, dass es dann erstmal keine Kooperation mehr geben wird, wenn dann nur auf Instagram. Und ja, dafür bin ich aber dann leider zu klein, ne? Sehen wir ja. Aber finde ich nicht schlimm, bin ich ehrlich. Also, ich mag es, mich zu schminken. Ich mag es, euch Schminkprodukte zu zeigen, euch darüber was zu erzählen. Aber für mich hat es halt leider nicht mehr so viel Spaß gemacht, dann auch Fashion Hauls zu drehen und so. Auch wenn viele das echt vermissen, weil ihr habt das ja auch gemerkt, dass ich das dann ja auch auf meine Art und Weise gemacht habe und dass ich ja auch theoretisch Spaß daran hatte, ne? Also ich habe das nicht so wie manch anderer vielleicht gemacht, weil ich nicht unbedingt darauf aus war, super beautiful auszusehen, sondern mich wohl zu fühlen. Ja, aber leider hat sich das dann irgendwann ergeben. Hui, das ist aber ein schöner Wing. Kriege ich aber safe nicht auf der anderen Seite hin. Ja, genau. Finde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt alles nicht so schlimm. Ich fühle mich sehr wohl damit, dass ich das für mich entschieden habe und dass ich das nicht mehr mache. Ich zeige euch immer noch auf Instagram mal so ein Outfit of the Day oder so, ne? Und wenn ihr wüsstet, wie viele negative Nachrichten ich da jedes Mal, wenn ich mich ganz Körper zeige, bekomme, also sowohl was meinen Kleidungsstil angeht, als auch Body-Shaming, ne? Richtig gemein. Oh, ist das böse. Vor allem ist es für mich auch sehr gemein, über meinen Körper bewertet zu werden. Ich meine, gut, jetzt bin ich schwanger, jetzt kriege ich eine Pocke, das ist normal. Aber sonst war das halt hart, weil ich hatte damals Bulimie. Und ja, das ist schon sehr tödlich, wenn man über den Körper irgendwie definiert wird und da irgendwie so Nachrichten zu seiner Figur bekommt. Das ist psychologisch gesehen nicht so geil. Gar nicht. Und da musste ich mich halt auch selber schützen, ne? Da, ja, das sind halt noch Auswirkungen von einer sehr, sehr, sehr üblen Zeit. Also das ist klar, ich wurde damals in der Schule gemobbt, aber es gibt noch Phasen meines Lebens, da ist das Mobbing Pipifax, Leute. Da lache ich drüber, deswegen kann ich euch das mit dem Mobbing auch erzählen. Aber die schlimmsten Dinge meines Lebens, die werden hier nicht thematisiert, weil das hier ist ein Kanal der Freude, ein Kanal der... Wir möchten einfach mal so ein bisschen Ruhe haben. Wir möchten nicht immer nur Negativität hier haben, ne? Deswegen wird das hier auch nicht, einen Platz finden, sage ich jetzt mal. Möchte ich nicht. Weil solche Videos hier auf YouTube, die bleiben für immer. Es sei denn, ich lösche sie. Aber sie können jederzeit kopiert werden oder sonst irgendwie. Und das möchte ich einfach nicht. Weil wenn ich irgendwann mal ein Kind habe, dann möchte ich nicht, dass es manche Dinge über ein YouTube-Video erfährt, wo ich das dann mal erzählt habe, sondern da sollte mein Kind das dann aus meinem Mund hören, von mir oder von seinem / ihrem Vater. Und das ist auch gut so, ne? Ich glaube, dass das auch von euch akzeptiert wird, weil dafür seid ihr auch erwachsen. Und das finde ich auch sehr, sehr freundlich von euch tatsächlich, dass ihr da auch fair bleibt, ne? Genau, ja, so ist das Leben eben. Es wird Regen geben. Ich glaube schon, dass es heute Regen geben wird. Also die haben für heute auf jeden Fall Gewitter gemeldet. Aber Sammy macht nicht den Anschein, als hätte er das mitbekommen irgendwie. Jo, genau. Also das waren ziemlich viele Fragen, die da gestellt worden sind. Auch tatsächlich, wenn wir wieder auf das Thema Vergangenheit kommen, wie ich das mit dem Mobbing für mich verhackstückt bekommen habe oder wie ich das verarbeitet bekomme. Indem ich einfach ein anderer, also
ein selbstbewussterer Mensch geworden bin. Also ich habe damals, bis zur 8. Klasse war das, bin ich ja gemobbt worden in der Schule, ne? Und dann habe ich ja irgendwann die Schule gewechselt in den Nachbarort, wo ich dann ja auch meinen Freund und meine aktuellen vor allem meine immer noch Freunde kennengelernt habe und auch in meiner Klasse sehr viele Menschen kennengelernt habe, die mir so viel Liebe gegeben haben. Teilweise beabsichtigt, teilweise ohne, dass sie es einfach bemerkt haben. Für mich war das Liebe, für mich war das einfach Freundlichkeit, das kannte ich alles so nicht. Und das hat mir gut getan, das hat mir alles sehr gut gefallen. Und das war die erste Therapie. Die nächste Therapie war halt in der richtigen Therapie, ne? Also professionelle Hilfe ist immer super wichtig. Es ist schön, wenn man mit Menschen drüber reden kann, wenn man Freunde hat, mit denen man drüber reden kann, die einen aus der Scheiße rausziehen und so. Aber es geht einfach nichts über professionelle Therapie. Das ist der zu wenig und der ist zu viel. Egal. Symmetrie kann ja jeder, ne? Also ich finde das eigentlich ganz, ganz schön. Ich mag diese UV-Taffis einfach sehr, sehr gerne, weil du kannst damit halt malen wie ein Wassermalfarbkasten. Nehme ich immer hier ja dieses Pöttchen und dipp dann da immer wieder rein. So, genau. So bin ich damit umgegangen. Also es ist immer noch heutzutage so, dass ich manchmal ein bisschen verhalten bin, ein bisschen Angst habe, dass sowas zurückkommt. Ich habe immer noch dieses Gefühl, ausgeschlossen zu werden oder dass diese Angst, alleine gelassen zu werden, ist auch eine ganz... Also ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Ich habe keine Angst vor Monstern unterm Bett oder vor Menschen, die hinterm Baum herspringen könnten oder so. Die kann ich alle umhauen. Aber ich habe Angst vorm Alleinsein. Ich habe Angst davor, irrelevant zu sein. Das hört sich auch so, ne? Ich habe Angst, dass ich einfach nichts mehr wert bin. Ne? Also dieses, da arbeite ich ja auch nach wie vor dran und Prost. Das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang müssen. Klar erfahre ich immer wieder sehr positive und sehr schöne Dinge in meinem Leben, gerade jetzt aktuell. Aber manche Sachen, da sind die Wunden so tief, da wurde man so, so böse verletzt und da wurden so oft mit einer Axt reingehauen, dass es einfach fast irreparabel ist, ne? Ja, also das habe ich hier schon übrigens fast aufgebraucht. Steht auch bei mir auf dem Tisch. Das ist von How Cosmetics das Setting Skin Perfect Spray. Abgesehen von dem Oberaffentitten geilen Duft, ist das ein schönes Teil, weil das macht richtig schön Glow. Mag ich sehr gerne leiden. Ja, ja. Genau, die kannst du bestimmt auch irgendwie im Set kaufen. Die Produkte von How. Glaube ich schon, ne? Die haben auch die geilen Ampullen und die Creme und so. Also kann ich. Die Produkte sind geil. Die sind wirklich schön. Ja, also es ist halt immer was hängen geblieben, aber das ist ja immer so. Egal, was dir im Leben widerfährt, es hinterlässt immer irgendwie eine Spur auf deinem Herzen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich mache gerade meine Wimpern ein bisschen trocken. Und deswegen. Ja, kann man das halt auch irgendwie nicht abstellen, ne? Also ich bin ein total emotionaler Mensch. Ich bin alles andere als gefühlskalt. Ja, Revolution. Ich glaube, die 5D Lash Pow Volumizing Mascara gibt es nicht in dem Online-Shop von Purish. Ich weiß es nicht oder noch nicht. Ist ja dieses Klick, ne? Und dann hast du hier dieses... Also die ist schon gut. Die ist schon gut. Mal gucken. Die werde ich vielleicht sogar in Kombination mit der 5D Lash kombinieren, weil die ist sehr dezent. Die macht eine schöne Trennung und hier hast du extrem viel Produkt dran, ne? Jo, seht ihr das? Ich wollte euch das nämlich auch mal wirklich richtig zeigen, wie ich so meine Wimpern tusche. Also auch falls ihr Menschen seid, die Menschen im Umfeld habt, denen mal was Schlechtes widerfahren ist oder ihr bekommt das bei euch auf der Arbeit mit oder in der Clique oder sonst irgendwo in der Klasse, falls ihr noch ein bisschen jünger seid, ne? Bitte versucht das zu verhindern, dass Menschen so sehr in der Seele verletzt werden, wie es mir widerfahren ist. Oder wie es wahrscheinlich auch vielen von euch widerfahren ist. Weil das prägt einen das Leben lang. Ich bin jetzt, wenn ihr das Video seht, habe ich meinen 33. Geburtstag. Zieht euch das mal rein, wie viele Jahre das her ist. Ich glaube 2004 habe ich die Schule gewechselt oder 2003 war das. Also vor 19 Jahren. Und ich bin damit immer noch am struggeln. Also das ist Wahnsinn. Und verhindert das einfach. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute heutzutage depressiv sind, wie vielen Leuten es schlecht geht, das hat immer einen Grund. Und bei vielen hat das wirklich den Ursprung ja im Kindesalter. Ne? Wenn die dann in der Schule gemobbt wurden, wenn in der Familie schlimme Dinge passiert sind oder so.
Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas zu verhindern, irgendwo zu helfen, ihr brecht euch damit keinen Zacken aus der Krone, wirklich nicht. Ich habe das auch schon jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig erlebt. Ja, auch bei Erwachsenen erlebt man das tatsächlich. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu verhindern, irgendwem zu helfen, macht es einfach. Und selbst wenn ihr dann vielleicht in dem Moment von einer Gruppe oder von irgendwem vielleicht ein bisschen Gegenwind bekommt oder vielleicht mal auf eine Party nicht eingeladen werdet, weil die gerade stinkig sind oder so, ist das pups egal. Denn im Nachhinein seid ihr diejenigen, die sich nicht vorwerfen müssen, dass sie einen Menschen mitzerstört haben oder einem Menschen so wehgetan haben, dass dieser Mensch kaputt gegangen ist. Das ist wirklich, also ist wirklich so. Viele Menschen gehen wirklich einfach durch Kleinigkeiten, durch viele kleine Sticheleien kaputt. Und wir sollten einfach in der Gesellschaft mal mehr aufeinander Acht geben. Das möchte ich auch mal so ein bisschen mit auf den Weg geben, denn das wird viel zu selten gemacht. Wir leben in einer Welt, wo du mit Egoisten ohne Ende zu tun hast. Überall laufen sie dir über den Weg. Meine Herren, ist das kompliziert, wirklich kompliziert, immer wieder gegen diese ganzen Egoisten anzukämpfen. Und es tut einem doch nicht weh, vor allem langfristig gesehen, mal nicht so zu sein. Mal nicht immer nur in den eigenen Spiegel zu gucken, sondern auch mal den Blick zu heben, in die Gesellschaft zu schauen und vielleicht auch mal links und rechts zu gucken. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man irgendwo unterwegs ist und man sieht da jemanden, der weinend auf einer Parkbank sitzt, ernsthaft, da geht man nicht dran vorbei. Da geht man hin und fragt die Person, hey, was los? Und selbst wenn man die Person nicht kennt und die Person einen selber auch nicht kennt und man ja eigentlich nicht helfen kann in der Situation, hilft man doch allein dadurch, dass man da ist. Dass man der Person zeigt, dass sie nicht unsichtbar ist. Wie oft saß ich auf einer Parkbank und habe geheult wie ein Wasserfall? Und ich war unsichtbar oder ich habe mich so gefühlt. Und ich saß in einem Dorf, wo mich jeder kannte. Also meine Familie war bekannt wie ein bunter Hund, wirklich. Da hätte jeder zu mir kommen können und einfach nur mal eine Hand auf die Schulter legen können. Nett sein können, mir zusprechen können. Ohne, dass ich viel über die Situation erzählt hätte. Aber ey, habe ich mir so gewünscht, ne? Aber nein, ich war unsichtbar. Meine Psychologin sagte übrigens, ihr seid meine beste Therapie. Also sie könnte einstecken gegen euch. Denn sie hat sich auch mal so die Kommentare durchgelesen und, ne? Die hat gesagt, die kann gegen euch einstecken. Das ist schon cool. Ihr seid meine beste Therapie. Ja, apropos beste Therapie, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Beste Therapie, ihr und Relation zu meinem Baby in meinem Bauch oder auch zu meiner Kartoffel. Denn auch Hate ist manchmal, es tut weh, aber es führt zu was. Denn ich weiß nicht, wer mir auf Instagram von euch folgt. Denn damals, das war ja im März irgendwann, hatte eine Lady mir geschrieben, nachdem ich da einen Instagram-Post gemacht habe. Und das war halt auch wieder so eine Sache in Bezug auf mein Aussehen, ne? Wie ich dann durch die Gegend laufe, bla. Und dann bin ich halt so ein bisschen drauf eingestiegen. Und ja, weil manchmal bin ich halt auch so ein bisschen, ne, auf Krawall gebürstet. Ja, und dann hat sie mir da irgendwelche Vorwürfe gemacht. Mein Freund würde mich verlassen wollen und mir fremdgehen und hast du nicht gesehen. Und also das ist mega ausgeufert, ne? Das ist echt eskalativ gewesen. Ich hatte sie dann auch in meiner Story gerepostet. Ich glaube, das darf man gar nicht. Ihr Profil war auch irgendwann verschwunden, also von daher ist es Pustekuchen gewesen. Tagelang, mein Freund und ich sind echt sehr verliebt immer noch, trotzdem, dass wir 16,5 Jahre zusammen sind. Tagelang haben mein Freund und ich uns dann gegenseitig aufgezogen mit eben dieser Nummer und dieser Geschichte. Und irgendwann, das war Freitag nachts, eigentlich wollten wir an dem Freitag uns die Kante geben, hatten wir eigentlich vorgehabt, dass wir uns da eingeben. Freitag nachts um 1 Uhr stand ich dann vor ihm und sagte, oh, weiße Schatzi, eigentlich meine Guppies, die fühlen sich irgendwie so an, als wären sie ein bisschen größer als sonst. Und mein Bauchi fühlt sich an, als würde ich meine Tage kriegen, aber ich krieg sie nicht. Ich glaube, ich sollte mal so einen Test machen. Wir sind beide nicht davon ausgegangen, dass der Test positiv wird, denn ich hatte kurz vorher eine Blutung, was ja die Einnistungsblutung war. Habe ich einen Frühschwangerschaftstest gemacht oder Schwangerschaftsfrühtest? Den hatte ich mal irgendwann in einem Tauschpaket als Scherzartikel drin gehabt. Der war aber nach wie vor noch bei mir in meiner Schublade von meinem, hier, wie heißt das?
Schränkchen hier, Nachtschränkchen drin, ne? Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie der positiv war. Und dann bin ich damit zu meinem Freund. Der war schon im Bett. Stand ich mit dem Tester in der Tür. Nee, den hatte ich gar nicht in der Hand. Ich habe ja drauf gepinkelt. Den habe ich dann noch im Bad liegen lassen. Ich sag, Schatz, komm mal mit. Und dann habe ich den an der Hand genommen. Der guckte mich auch schon an, als wäre ich total mischugge, ne? Als würde ich dem da irgendwas zeigen, was ich da im Badezimmer produziert habe. Standen wir da beide vor diesem Test. Und wussten echt nicht so, hä? Ernsthaft jetzt? Glaube ich nicht. Wir haben dem Ding einfach nicht geglaubt. Nächsten Tag bin ich dann zur Apotheke gefahren, habe dann noch zwei weitere gekauft, ne? So von namhaften Herstellern und so. Und hatte das auch der Apothekerin erzählt, die sich übrigens gekringelt hat vor Lachen. Ich fand das sehr witzig. Ich glaube, die erlebt es auch öfters mal. Und ja, dann bin ich mit den beiden anderen Tests nach Hause. Und dann hatte ich diese Tests noch in der Hand und ich war so nervös. Ich bin, darf's ja nicht, ne? Aber ich bin dann erstmal in Rauchen gegangen, weil ich so nervös war. Und ja, hab mir dann ein Pöttchen gesucht und bin dann mit diesem Pöttchen und den beiden Tests erstmal durchs Haus getingelt, wie so eine Bekloppte, weil ich so nervös war. Mein Freund war auch so nervös und dann sagt er jetzt, ne, willst du nicht, machst du nicht, ne? Ich sag, doch, ich muss ja wohl. Dann habe ich und dann direkt, du hältst ja diese Viecher da rein und dann kommen ja Streifen, ne? Zwei Streifen positiv, kennen wir ja mittlerweile. Und die haben ja nur minimal Kram berührt und sind schon direkt positiv geworden. Alle beide direkt nacheinander. Und dann standen wir da wie die Bekloppten vor und so, was? Ist das jetzt echt so? Irgendwie geil, aber scheiße, bin ich nervös. Und ja, das wollte ich halt nur gesagt haben in Bezug auf, naja, manchmal führt Hate halt auch dazu, dass man dann irgendwie so ein paar Dinge in seinem Leben überdenkt und dann irgendwas herausfindet, was dann doch irgendwie ganz geil ist, ne? Ich mache mir mal eben das Lippenvieh drauf und bin dann gleich wieder da. Das ist übrigens von Ofra, Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Story, nachdem ich euch eine kleine Story erzählt habe. So, Happy Birthday to me! Woo! Also das wäre tatsächlich ein Look, den ich auch so auf dem Geburtstag tragen würde, ne? Das ist super praktisch eigentlich. Mich verwundert tatsächlich, dass die Foundation doch besser hält, als ich es erwartet hätte bei diesen Temperaturen. 29 Grad, Leute, ich sag's euch. Und hier drin ist bestimmt 45 Grad. Sammy hat eben auch schon das Weite gesucht. Es ist richtig warm hier. Und ja, sitzt alles eigentlich ganz gut. Der Lippy, das ist halt so eine Sache, ist ein Liquid Lipstick, bin ich ja nicht so ultra Fan von, aber für einen Liquid Lipstick finde ich den eigentlich ganz gut. Der Augenlook gefällt mir, der ist schön und ansonsten ein schöner Glowy Powy Look. Ja, ein bisschen Fallout, ne? Da sehe ich dann ein bisschen aus wie eine kleine Fee unter meinen Augen, aber trotzdem, also das ist halt ein Wohlfühl-Look für mich, so fühle ich mich schön. Und ja, jetzt habt ihr mal wieder so ein bisschen, was so bei mir passiert ist in dem letzten Jahr, ne? Passiert ist, bla, was? Erfahren. Ich kann auch nicht mehr so viel reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Natürlich auf alle Marken, die ich euch gezeigt habe, auf die Produkte und so weiter, bekommt ihr ja 15% Rabatt bei Purish mit dem Code ClaudiesWelt15. Das ist ein Affiliate-Rabattcode. Und ihr würdet mich unheimlich damit unterstützen, wenn ihr den auch tatsächlich verwenden würdet. Und ja, damit würde ich nämlich halt auch den ein oder anderen Euro verdienen, den ich einfach aktuell sehr gut gebrauchen kann, denn wir sind jetzt ja auch in Renovierungsarbeiten. Es dauert nicht mehr lange, da wird dieses Zimmer nach oben ziehen, dann wird das Büro von meinem Freund hier reinziehen und in das Büro von meinem Freund kommt dann unser Kinderzimmer und das muss noch richtig krass renoviert werden. Vielleicht werde ich euch dabei dem einen oder anderen Schritt auch mal versuchen mitzunehmen. Weil ich glaube, die Leute, die halt auch genauso wie wir ein recht altes Haus haben, also der Altbau ist bei uns wirklich noch von 58, ne, werden mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Da werde ich euch aber vor allem auf Instagram mitnehmen, weil ich glaube, dass so Baucontent nicht unbedingt hier so gern gesehen wird. Vielleicht komme ich auch dazu und mache mal einen Vlog oder sowas, ne? Mal schauen. Und ja. Deswegen folgt mir auch gerne auf Instagram, AIDUAGP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich habe bei Corfu, bei dem Corfu-Event von manchen Instagram-Ladies jetzt auch erfahren, wie man seinen Namen ändern könnte. Vielleicht wird dort dann demnächst mein Name auch mal geändert, weil mein Name ist einfach sehr weird. Claudis Welt wäre da tatsächlich etwas easy peasier, ne? Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!